Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Baby Zaubern Day-to-Day Girlspiration. Ich habe heute ein sehr besonderes DIY für euch und zwar basteln wir einen Adventskalender für eure beste Freundin. Also Sophia, heute musst du weghören, denn dieser Adventskalender, der ist für dich. Alles, was ihr dafür braucht, ist eine große Box, 24 Butterbrot-Tütchen, eine Schere, Glitzerstifte, Washi-Tape und Pappe. Auf die Butterbrot-Tütchen schreibt sie dann mit den Glitzerstiften die Zahlen von 1 bis 24. Dann könnt ihr aus Pappe kleine Gutscheine anfertigen. Einfach Kärtchen ausschneiden und etwas draufschreiben. Ich würde 6 davon machen, einmal Mädelsabend, dann vielleicht noch einmal Winterspaziergang, einmal lustige Fotos machen. Vielleicht fällt euch ja noch was Gutes ein. Schreibt es gerne unten in die Kommentare. Den Gutschein steckt ihr in die Tüte und klebt sie mit Washi-Tape zu. Die fertigen Tütchen wandern dann in die Box. Dann könnt ihr auch noch 6 Kärtchen in einer anderen Farbe machen. Darauf schreibt ihr dann 6 Komplimente, die ihr eurer besten Freundin schon immer mal sagen wolltet. Überlegt euch wirklich ganz ernsthaft, was an eurer BFF so besonders ist. Zum Beispiel, dass sie euch immer zuhört oder dass sie immer für euch da ist oder was sie für eure Freundschaft in diesem Jahr schon alles gemacht hat. Ich würde zum Beispiel draufschreiben, dass ich bei dir sein kann, wie ich wirklich bin, dass man mit dir lachen kann und dass ein Tag viel cooler ist mit dir. Süßigkeiten dürfen in eurem Adventskalender natürlich auch nicht fehlen. So einzeln verpackte kleine Süßigkeiten findet ihr ja in jedem Supermarkt. Dann bin ich noch schnell in die Drogerie gehuscht und habe 5 Beauty-Kleinigkeiten besorgt, wie zum Beispiel den Baby Soft & Lovely Deo Roller, den Augen-Make-up-Entferner und Wimpernpflege, die Baby-Feuchtigkeitspflege, Abschminktücher von BB im Mini-Format und die Baby-Lippenpflege in Zart Rosé. Achtet aber wirklich darauf, dass sie in die Butterbrottütchen reinpassen. Der Soft & Lovely Deo Roller passt zum Beispiel noch gut rein. Für den 24.12. braucht ihr dann noch ein richtiges Highlight für die BFF, wie zum Beispiel 2 Baby-Zauberstifte und eine Karte, auf die ihr dann Wünsche fürs neue Jahr schreibt. Schreibt doch auch gerne mal in die Kommentare, was ihr so in euren Adventskalender reinpacken würdet und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Basteln. Ich hoffe, euch hat das DIY inspiriert und eure BFF freut sich mega über euren Adventskalender. Auf unserem Kanal findet ihr übrigens noch mehr Videos, zum Beispiel zum Thema Geschenke-Hacks. Übrigens könnt ihr das Glöckchen aktivieren und unseren Kanal abonnieren, um kein Video mehr zu verpassen. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!